Ein Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der Waldstätten im Projekt Roleplay Farmers, meine lieben Freunde, mit mir, dem JG Gamer. So Leute, wir müssen jetzt mal kurz hier ein bisschen Tacheles machen. Wir müssen dringend los, weil es wurde jetzt gesagt, dass wir dürfen da gar keinen. Zum Glück habe ich den Knüppel nicht gefunden im Drascher. Und da darf kein Raps rein. Der Aufbau oben ist ein bisschen zu wenig dicht. Naja. So irgendwie annehmbar schnell gehen, alles kein Ding. Na gut. Und hier vorne rechts. Dann hier links. Mal ganz kurz dem Händler anrufen. Guten Morgen, guten Tag. Hallo. Ich hab bei Ihnen Chef einen Anhänger ausgeliehen und er hat mir aber zum Glück guterweise kurz zurückgerufen. Das darf ich da keinen Raps reinladen wegen Dichtigkeit und. Jetzt stehe ich bei Ihnen auf dem Firmengelände und ja, weiß nicht, was soll ich machen. Ja, wir sind gerade unterwegs, wir sind beim Dreschen. Wir müssen hier einen Drescher reparieren. Ja, und. Hat keiner da, ist nicht offen gerade. Da ist aber jemand. Kann keiner sein. Nee. Hallo. Moin. Moin. Ja, es hat sich erledigt, dankeschön. Schönen Tag. Ja, tschüss. Moin. Du hast mich doch vorhin angerufen und ich darf wegen Dichtigkeit nicht da Raps reinladen und so. Ja, stimmt, das geht da mal raus irgendwo, ja. Genau. Jetzt hast du noch einen Ersatzanhänger hier stehen, oder? Oder ja. Schwierig. Ja. Wir könnten das vielleicht dicht machen, da haben wir ein bisschen Silikon dran. Das wäre natürlich auch gut. Ja, gut, dann fahre ich mal kurz dahin und wir machen dann kurz Silikon. Machst du, dankeschön. Ja. Leute, das ist eine Schaukel. Krone Service. So. Ist auch ganz okay. Oh.
Ja, der ist ja winzig. Junge, Junge, Junge. Ah, da steht hier unser Fendt. Ui, das ist ein Schätzchen. Moin. Moin, ich muss gerade fertig, die oberen Bordwand muss leider abgenommen werden, weil es nicht dicht wurde sonst. Ja. Ach so. Du, ich bin kurz durchgelaufen. Ich hab. Ist der MB-Track zu verkaufen? Petra. Ja, muss dann durchgeholt werden. Ach so. Okay. Kannst du mir mal Bescheid geben, wenn du fertig bist, wie viel der kosten circa würde? Ja, mal sagen. Okay, super. Danke dir. Du, ich habe noch was. Mir ist was aufgefallen. Der John Deere gibt immer noch die Warnleuchte an, dass der die Wartung braucht. Ich denke mal, du Das hast das nicht zurückgesetzt. doch, jetzt war es gerade zugesetzt. Ah! Mir ist gerade aufgefallen. Ah, super. Danke dir. Jo, Ich besser. wünsche dir noch was. Schönen Tag Also, noch. ciao. Oh, Leute, perfekt. Wer es noch zurückgesetzt hat, das ist doch traumhaft. Gut. Dann mal schnell dahin. Ich denke mal, morgen geht's in die Maisernte. Wir haben nur ein Problem. Und definitiv nicht ein kleines, Leute. Definitiv ist das ein größeres Problem. Ja, ganz einfach. Das ist das Problem da. Weil wir nur so einen kleinen Hänger haben. Also der Drescher-Raps und oben in meinem Silo ist noch ein bisschen Raps drin. Ich denke mal, das werden wir verkaufen, für ein bisschen besser über die Runden zu kommen. Steht ja jetzt nicht gerade gut auf dem Konto. Ich werde mal eine Umfrage rausschmeißen, Leute. Die ist für euch, wenn ich es so schaffe, wenn ich es nicht vergesse, besser gesagt, schaffen ist es ja kein Thema. Aber das Thema ist, so, jetzt hat er mir auf jeden Fall erklärt, wie das so circa geht. Ah, seht ihr? Knüppel gefunden. Perfekto. Jetzt müssen wir aber auch kurz den Lohner anrufen. Moin, hier ist der Joseph am Apparat. Hallo. Ich wollte nur mal anmerken, ich glaube, wir sind durch mit der Ernte, soweit ich habe gesehen.
Und ich wollte natürlich anmerken, dass wir was Dringendes brauchen für morgen, wenn ihr Zeit habt. Ich bräuchte einen Häcksler und mindestens einen Abfahrer auch. Ich würde auch mit abfahren. Häcksler und Abfahrer für morgen. Ob ihr was da zeitbuchungsfrei habt, irgendwie. Da sind sie ziemlich pünktlich mit, ne? Ja, ich weiß, also ja. Ja. Ja gut, muss ich mal gucken, ob ich sie morgen irgendwo dazwischen kriege. Wie viel Hektar haben sie denn? Ich kann Ihnen kurz gucken. Warten Sie kurz. Und ich kann Ihnen auch kurz die Flurstücksnummer auch gleich durchgeben. Das wäre nämlich die Flurstücksnummer 110 und die 144. Ja. Es wäre Hektarmäßig. die 110 hatten 0,69 und die 144 hatten 0,78, also nicht so viel. Okay. Ja, ich kann mal gucken. Wir haben so einen Anbauhäcksler, so einen neuen, vielleicht, ob wir damit vorbeikommen. Dass ich dann einen Kollegen damit losschicke. Müssen wir mal gucken. Eben unbedingt noch ein zweiter Abfahrer, weil ich nur einen kleinen Anhänger habe. Im Moment. Super, Wir perfekt. kicken. Perfekt, Wir melden uns. danke. Super, danke. Schönen Tag noch. Jo. Auf jeden Fall. Müssen wir jetzt kurz. Also kurz ist auch wieder so eine Sache. Ihr wisst, das ist kurz. Müssen wir jetzt den Zeta schnappen. Wenn es alles nichts mit dem Zeta da durchgehen, aber wir werden kurz auf die Tabelle gucken. Ob sieht der Preis heute besser aus? Ist ja nicht, das ist ja nicht 100%er, aber es ist ein bisschen eine Orientierung. Leute, ihr wisst ja. Ja, kurz OOC gesprochen. Ich werde eine Abstimmung, wenn ich sie vergesse, am Sonntag rauszuhauen. Sonntag 12, 1 Uhr wird eine so eine Abstimmungsplatte sein. Wo könnt ihr abstimmen, ob ich weiter mit HUD oder ohne HUD spielen soll? Kurz OOC gesprochen. Gut, jetzt müssen wir jetzt nicht mehr drüber sprechen. Ich habe es erzählt und gut ist so. Oder noch. Ah, hier müssen wir drunter. Gut, jetzt müssen wir mal kurz gucken, bevor. Ich bin schon falsch gefahren. Aber alles gut. Außer es wäre heute. Warten Sie kurz. Raps. Wir haben November. Wir haben August, also morgen einiges mehr, also übermorgen auch noch mal mehr im November zu verkaufen. Leute, bringt nichts, wir müssen das im November verkaufen gehen. Muss so, tut sich so. Gut. Laden wir ab. Die Hydraulik nicht hoch, oder wie? So eine Scheiße. Werde ich das hier wieder da rausholen? Egal, wenn wir dann so. Ist ja jetzt nicht so wild, Leute. Gut. Wenn da den Z dahinter spannen.
Da steht er doch. Das ist doch kein Ding. Gut, durchzettern. Morgen bloß nochmal. Dann können wir Schwaden fahren. Fressen. Dann hat sich das getan, Leute. Jetzt machen wir Heuballen. Dann nachher Gras frisch. Und dann haben wir ja schon fast alles. Leute, für die Kumis. Ja. Aber ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Abo da lassen. Und unbedingt zum nächsten Mal vorbeischauen. Und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.